Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe den Sender Steve mit dabei. Hallo. Wir sind auf dem Weg nach Willingen. Er ist heute richtig komisch drauf. Nein, wieso? Wir treffen dort außerdem den Marc und den Benny. Den Benny kenne ich bisher nur von Videos und Erzählungen, aber freue mich, dich auch persönlich kennenzulernen. Und ja, wir haben jetzt noch ein paar Meter, um genauer zu sagen, 4300 Meter. Und dann sind wir da. Ich nehme euch natürlich wieder mit. Sender Steve, willst du noch was sagen? Nee, alles gut. Gut, bis gleich. So Leute, angekommen. Fahrräder fertig machen. Der Marc steht auch schon da hinten. Wir müssen jetzt allerdings noch bis 1 Uhr warten, bis unser Liftticket funktioniert. Auch so lange ziehen wir uns hier einfach gemütlich um. Kannst du aber nicht auf den Hintern füllen. Und dann machen wir eine ganz gemütliche Runde in Willingen, Saisonende 2021. Ja, das erste Mal tubeless im Bikepark. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das jetzt anfühlt. Ja. Alle ready? Yes. Und dann ging es auch schon direkt los. Um einen gemütlichen Anfang zu haben, haben wir uns gedacht, wir steigern uns jetzt wieder Strecke für Strecke, so wie ich es eigentlich beim allerersten Besuch hier in Willingen gemacht habe. Und vom Flow Trail sozusagen bis hin zur Downhill. Das Einzige, was wir heute ausgelassen haben, war der Enduro Trail, weil wir einfach nicht wussten, ist der noch sau nass und auf jetzt irgendwie Gerumpel hatten wir gar nicht so viel Bock. Allerdings hatte ich ziemlich Bock, dieses Gap auf der Downhill noch zu springen. Wie das Ganze ausgegangen ist, seht ihr auf jeden Fall noch. Aber jetzt erstmal eine Runde entspannt warm rollen auf dem Flow Trail. Also ich habe ja meine Reifen auf tubeless umgerüstet und ich habe meine Bremsen erneuert, weil es ja jetzt kommende Woche für mich nach Leogang geht. Das wisst ihr noch gar nicht, aber wir haben uns entschlossen, ganz spontan noch nach Leogang zu fahren. Da gibt es eine ganze Videoreihe zu. Ich nehme euch einfach komplett mit auf diese Reise. Das erste Mal nach Österreich, bin sehr gespannt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich mit dieser neuen Bremskraft in den meisten Strecken hier am Anfang echt wirklich Probleme hatte. Es war irgendwie ganz, ganz ungewohnt, dass man da wirklich richtig Bremskraft hinten hat. Und vorne sowieso natürlich. Aber naja, auf jeden Fall habe ich ein bisschen gebraucht, um mich einfach ordentlich einzufahren. Aber der Tag wurde noch so hammergeil. Es war einer der besten Bikepark-Besuche dieses Jahr. Und das ist einfach den Menschen zu verdanken, mit denen ich zusammen hier war. Aber das werdet ihr gleich alles noch sehen. Also, bleibt dran und weiter geht's auf der Flow Country. Also eigentlich waren wir alle ziemlich platt und müde. Der Marc hatte irgendwie noch einen Junggesellenabschied vorher, genauso wie der Benny. Steve hatte den ganzen Tag Arbeit und ich war den Tag vorher in Frankfurt bei Contentproduktion für Hit the Beat Breakletics.
Und es war einfach ja, ein anstrengendes Wochenende, sodass wir eigentlich ziemlich platt waren. Aber desto länger wir vier irgendwie zusammen waren, desto mehr Energie war da und desto mehr Spaß hatten wir und desto besser wurden dann auch die Abfahrten. Ob das technisch immer einwandfrei war, ist mal dahingestellt, aber auf jeden Fall hat es einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Jo Leute, was geht ab? Mal Pause machen hier heute im Sender-Steve. Moin. Ich muss sagen, heute macht zwar heute Bock, weil wir einfach mit dem Marc, dem Benny, Steve hier sind, aber nichtsdestotrotz irgendwie echt anstrengend auch. Aber das ist ein gutes Training für die Enduro-Rennen-Geschichte und auch gutes Training für Österreich nächste Woche. Da muss ich allerdings definitiv ein bisschen besser fahren als heute, weil so geht das nicht. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Wir haben jetzt drei Abfahrten gemacht erst und da ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich melde mich gleich nochmal, wenn wir kurz Pause gemacht haben. Nach der Pause, bevor wir uns dann die Downhill anschauen wollten, haben wir uns die North Shore nochmal vorgenommen, um uns einfach so ein bisschen warm zu rollen. Und das war auch eine gute Idee, weil das Steinfeld-Training mit Thomas war nochmal auf jeden Fall hier ordentlich zu spüren. Denn ich habe mich darauf konzentriert, wirklich einfach nur hinter die Wurzeln zu gucken und dann einfach drüber zu rollen. Langsam kommt Feeling, Leute. Und wie das ja irgendwie oft so ist, so kennt ihr es wahrscheinlich auch, kommt das Feeling dann doch irgendwann wie aus Geisterhand, Magie, kommt es einfach zurück und ihr fühlt euch wieder besser auf dem Bike. Und genau das haben wir dann auch ausgenutzt und haben richtig, richtig viel Spaß noch gehabt. Was geht ab, Leute? Wir haben es geschafft, nach der fünften Abfahrt endlich zusammen in einem Lift zu sein. Ja, was geht ab, Leute? Wir haben es endlich geschafft. Jetzt vloggt der Steve auch noch. Geht mir richtig auf den Sack gerade. Also Leute, das ist übrigens der Benny, von dem ich eben am Auto schon erzählt habe. Ja, ich habe auf jeden Fall eben im Auto schon davon erzählt, dass das der Benny könnte abchecken. MT Benny, ich pack mal den Link von seinem Kanal in die Beschreibung. Der Steve geht mir richtig auf die Nerven, den tue ich heute nicht in die Beschreibung. Den Marc tue ich natürlich schon in die Beschreibung, weil der ist immer süß und lieb, aber der Steve heute richtig anstrengend. Wie teuer war dein Helm eigentlich? Bro!